Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute möchte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein mehr oder minder schickes Mount und zwar den Beinspalter der wilden Jagd. Dieses Mount können wir über die Invasion im Schlund der Nightfee erspielen und die sind hier auch gerade, hier seht ihr es, Nachtfee-Angriff. Und ja, falls ihr jetzt nicht wisst, was diese Angriffe im Schlund genau sind, es ist so, dass ihr diese freischaltet, wenn ihr die 9.1 Kampagne soweit bis Corfia gespielt habt, beziehungsweise mit dem Twink könnt ihr die auch ganz bequem, wenn ihr die mit einem Char gemacht habt, skippen und dann direkt diese Invasionen spielen. Bei den Invasionen ist es so, dass die ja, zweimal pro Woche stattfinden, heißt, die erste Invasion geht von Mittwoch ID Reset bis Samstag 21 Uhr und dann von Samstag 21 Uhr bis wieder zum ID Reset ist die zweite Invasion. Und in der nächsten Woche geht es dann genauso weiter. Hier ist es so, dass es insgesamt vier verschiedene Invasionen gibt und innerhalb von diesem 2 Wochen Zeitraum kommen alle 4 Invasionen einmal dran. Heißt, wir haben einmal eine Ventia-Invasion, einmal eine Nightfee-Invasion, einmal eine Kyrianer-Invasion und einmal eine Maldraxxus-Invasion hier im Schlund. Das wird euch aber hier mal auch angezeigt und bei allen müsst ihr eigentlich das gleiche machen, 4 Quests abschließen und am Ende dann das Endevent abschließen mit Boss-Killen und dann gibt es eine Kiste und bei den Nightfee gibt es die Kriegskasse der wilden Jagd und dort kann dann unser Mount drin sein. Zu einer Drop-Chance von 4%. Ihr habt also mit einem Char eine Chance alle 2 Wochen. Ist relativ wenig. Wenn ihr ein paar Twinks habt, sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Ich habe euch in den anderen Videos schon gezeigt, dass es noch ein paar mehr Mounts gibt von den anderen Kriegskassen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal das Mount-Special von diesem hier an. Also mal einen Ticken näher ran. An den Wurm hier würde ich mal sagen. Oder Gorm sind das, glaube ich, im Fachjargon, ne? Heißen die Gorm. Also das Mount Special ist relativ lame, sage ich jetzt mal so. Und naja, geht. So, jetzt gucken wir uns mal die anderen an. Kasse. Wir haben nämlich einmal hier den Beinspalter von der wilden Jagd. Dann Flatterschwinge des Ernters, hatte ich ja euch schon auch im Video gezeigt, von den Ventier. Und dann haben wir den unvergänglichen Schattenhund. Und den gibt es aus der Kriegskassette der unvergänglichen Armee und dementsprechend hier von den Necrolords. Das sind die insgesamt 3 Mounts. Bei den Kyrianern gibt es leider kein Mount, da gibt es dafür ein Toy. Da hatte ich aber euch auch schon ein Toy-Guide-Video zu gezeigt gehabt. Genau, das sind soweit die Infos, wie gesagt, von Invasionen aus der Kiste, 4% Drop-Chance. Ich habe bei dem Mount tatsächlich nicht so lange gebraucht. Das hat jetzt, ich meine, irgendwas zwischen 30 und 40 Tries gedauert bei mir, was im okayen Rahmen ist. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es schneller bekommen habt oder ob ihr tatsächlich immer noch dran seid. Ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Ich wünsche euch viel Glück beim Nachfahren. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.